Guten Morgen, liebes Internet. Es ist jetzt kurz nach 6, glaube ich. Nee, kurz vor 7, 20 vor 7. Ich sitze gerade am Frühstückstisch, draußen regnet es, das ist doof. Und ja, heute geht es auf nach Göttingen. Ich bin schon gespannt, was da passiert. So, es ist jetzt 7:30 irgendwie, also es ist 7:30 und mein Zug kommt so in einer halben Stunde. Und ich stehe jetzt hier am Bahnhof, wie man da sieht. Und ja, mal gucken, ob der Zug pünktlich ist. Hey Leute, ich bin gerade in Göttingen angekommen und es schneit einfach wie verrückt. Also da sieht man es ja. Es ist unglaublich schnee. Also Niedersachsen, also Lüneburg war voll warm, 8 Grad, Sonnenschein und hier liegt einfach Schnee. Es ist echt schrecklich. Okay, nun geht's weiter nach Mühlhausen und ja, mal gucken, was da so kommt. Ne? So, ich bin jetzt hier in Mühlhausen, in Thüringen angekommen. Es gibt Schnee, es regnet gerade. Irgendwie schien gerade auch noch so ein bisschen die Sonne und es ist kalt. Aber wir sind jetzt in Thüringen und mal gucken, was kommt. Ne? Irgendwo war auch schon unser Taxi. Da hinten, ich sehe ihn von hier. Wenn dieser blaue Bus, der steht. Hey, ich bin gerade jetzt hier in der WG vom Kloster. Und ja, wir sind angekommen. Haben ein bisschen was gemacht, gegessen und jetzt ist irgendwie erst nach Hause bis um 2, glaube ich. Und dann ist um 2 ist dann die erste Aufgabe, dann geht so den Papa weiter. Hey Leute, heute ist der zweite Tag hier im EJBZ in Volkenroda, also im Kloster. Und ja, heute ist Freitag, Karfreitag. Und heute ist irgendwie auch nicht für mich nicht viel zu tun. Heute ist irgendwie für mich noch Kreuzweg, Vorbereitung Kreuzweg. Und dann heute Abend noch zum Treffen. Und ja, ansonsten ist irgendwie heute relativ entspannt. Wann? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt mit dem anderen zusammenpacke. Weil gestern habe ich auch schon ein bisschen was gedreht. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ja. Und die nächsten Tage werden hoffentlich interessanter. Weil heute ist halt viel Kreativarbeit. Also, ja, wie gesagt, Kreuzweg verbreitet mit viel Musik. Und viel Musik, viel Kreativität. So. Das war's eigentlich schon, also ja, ich bin auch gerade aus der Dusche, deswegen siehst du aus, wie ich aussehe. Oh, warte mal. Ja, geile Frisur, so lass sie jetzt. Ganzen Tag. Hey Leute, ich bin's. Ich bin jetzt hier in der wunderbaren Kirche. Die ist richtig nice. Ja, also wir haben jetzt irgendwie Kreuzgang vorbereitet und gemacht. Und meine Haare sehen schrecklich aus. Und ja, also diesen Kreuzgang, also es ist so ein Weg, wo man verschiedene Punkte abfährt. Also praktisch heute war es der Weg des Jesus. Und ja, dann haben wir halt so verschiedene Stationen gemacht und haben dazu was erzählt und so. Und das haben wir halt vorbereitet und durchgeführt. Und jetzt ist es kurz nach 2, nee, schon wesentlich später. Warte. Schon 5. Es ist tatsächlich schon 5:30. Aber es ist noch trotzdem noch wunderschönes Wetter. Und ja, heute ist nicht mehr viel los. Wir machen nachher noch ein Treffen. Und dann ist auch Schluss. Morgen wird noch mal ein bisschen stressiger, weil wir ja gerade in der Osterwoche sind. Morgen wird noch ein bisschen mehr los sein als heute und Sonntag auch noch. Sonntag muss ich um 4 aufstehen. Voll schlimm. Ja. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns morgen wieder und gucken dann, was dann mal so ist. Ja, also, es ist jetzt irgendwie 24 Uhr. Und ich stehe jetzt hier gerade in dem Zimmer, wo ich bin. Ja, auf eine neue Klasse. Und da ist Lennart. Ist gerade am Erzählen und Zocken. Hallo?
Wegen dir wird das Video jetzt gesperrt. Toll, danke. Ich denke nicht. Ach, ich denke schon. Ja, und heute ist ansonsten nicht viel passiert. Wir haben noch so eine komische Runde gemacht und so haben die gegessen. Das Abendessen war gut, das war so richtig voll Fisch und lecker. Oh mein Gott, weißt du, wenn du in der Nähe sitzt, fallen mir immer so richtig zweideutige, schlimme Sachen ein, die ich immer auf dich beziehen könnte. Das ist schrecklich. Ja. Dabei zocke ich noch. Ja, aber du Dabei bist in der Nähe, mache das ist ich schlimm das. genug. Ja, genau, und das ist jetzt irgendwie, ja, morgen wird voll, morgen wird viel. Und Der muss spielen! Der meine muss Haare spielen! sitzen gar nicht. Der muss spielen! Aber nicht so Was lange wie sagst ich. du? Du musst spielen. Ja, mein Gott. Er weiß, wisst ihr, er regt sich so des Todes auf, dass ich spülen muss. Also er findet das so toll und lacht mich aus, aber spülen ist voll einfach, Mann. Nicht hier. Die haben so eine riesige Industriemaschine, wisst ihr? Und er heult rum, die Pussy da, ich wusste es, also er ist auch eine Pussy. Schmeiß dich jetzt Die raus, ey. Pussy heult rum, weil er spülen muss. Hey Leute, ja, es ist jetzt Sonntagmittag. Das Bewerberwochenende geht langsam zu Ende. Es ist unglaublich gemütlich. Ja, es war sehr schön. Es war sehr anstrengend. Aber es hat sehr viel gebracht. Und für uns ein schönes Scheiß. Ja. Genau, also das war es irgendwie, was ich euch sagen wollte. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video.